Guten Tag, meine Damen und Herren. Sie sehen, ich komme von der Serviceeinheit Lehre und Studienberatung. Das heißt, ich bin sowohl Angestellter und Tutor als auch selber noch Student. Und möchte Ihnen nun ein paar Projekte oder genauer gesagt zwei Projekte vorstellen, die wir im Rahmen von E-Learning und natürlich auch im Rahmen mit dem Videoeinsatz am Fachbereich Rechtswissenschaften im Laufe der letzten 3 Jahre mittlerweile schon entwickelt haben. Wir hatten natürlich die ähnliche Ausgangslage, starke Zuwachs der Studierendenzahlen, aber auch das Interesse war groß. Also wir haben es ja schon häufig gehört, Explosion von YouTube und Social Media, also da ist wirklich der Bedarf da. Wie haben wir darauf reagiert, beziehungsweise was waren unsere Ziele? Einerseits natürlich juristische Kenntnisse zu schulen, aber da insbesondere den Ansatz Methodik zu schulen, aber natürlich auch so Medienkenntnisse ein bisschen zu schulen. Ich habe Ihnen zwei Beispiele mitgebracht, einerseits die Jura Webcasts und dann noch ein großes Projekt Sammlung examensrelevanter Entscheidungen, einfach kurz SEE. Warum zwei Projekte? Die sind sehr, sehr unterschiedlich von der Zielsetzung als auch vom Produktionsaufwand her. Beginnen möchte ich nun mit den Jura Webcasts. Ähnlich so wie wir es jetzt schon bei den anderen zwei Projekten gehört haben, handelt es sich hier um Screencasts, aber es wird auch noch immer ein Sprecher oben im Bild zu sehen sein, der insbesondere juristische Arbeitsmethodik vermittelt. Das heißt, es geht weniger um Inhalte wie jetzt, was sind die Voraussetzungen für einen Schadensersatzanspruch, sondern eher um ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe, die ich natürlich auch in den verschiedensten Abschnitten eines Studiums einsetzen kann, also gut für Anfänger geeignet, als auch dann für Examenskandidaten, die sich nochmal zurückbesinnen, wie arbeite ich mit einem Gesetz, wie lese ich das Gesetz oder wie lese ich Gerichtsentscheidungen, als nur zwei Beispiele von, ich glaube, mittlerweile fast 10 Videos, die wir jetzt da produziert haben. So kann das dann zum Beispiel aussehen, alles im Rahmen vom Studium eingebunden. Wir haben jetzt hier sagen Sie, mehrere didaktische Methoden so kombiniert. Die Technik des Schachtelns, das ist halt sozusagen ein Prüfungsaufbau. Man muss halt erst hier in dem Fall prüfen, liegt ein Kaufvertrag vor und dafür muss ich dann erstmal schauen, liegt eine Annahme oder ein Angebot vor. Und das haben wir hier so ein bisschen kombiniert. Nur als kleiner Tipp, oder wir haben auch schon mit so Smartboards gearbeitet und dann hat der Student währenddessen stand neben dem Smartboard und konnten wir den abfilmen, aber zugleich auch dann sozusagen den Inhalt des Smartboards. Also da kann man durchaus auch andere Didaktikmethoden sozusagen auch in Videoform dann reingießen. Das will ich damit eigentlich zeigen. Wie läuft dann sozusagen die Umsetzung ab? Größtenteils konzeptioniert und auch die Idee davon kommt eigentlich von der Serviceeinheit Lehre und Studienberatung. Wir schauen halt, welche Methoden oder in welchen Bereichen sehen wir Verbesserungsbedarf, auch nach Befragen der Tutoren zum Beispiel, konzeptionieren dann, erstellen ein Drehbuch, eine PowerPoint-Präsentation und dann geht es eigentlich schon ziemlich schnell in den Dreh und in den Schnitt. Da kann man natürlich dann unterschiedliche Schwerpunkte setzen, also sagen, ich möchte mehr in Technik investieren oder mehr in die Inhalte. Nach meinen Erfahrungen sollte man sich sehr, sehr mehr auf die Inhalte konzentrieren und schauen, dass man da wirklich die Didaktik, wie bringe ich es rüber, verbessere und die Technik, das kommt dann mit der Zeit. Also wir haben uns da auch weiterentwickelt und haben anfangs vielleicht nur mit einer Kamera und mit einem Licht angefangen. Mittlerweile haben wir da auch schon mehr und setzen mehr Licht ein und achten mehr auf Qualität, aber das entwickelt sich dann stückweise. Und dann werden die Webcasts natürlich in Studium- und Lernmodule eingebunden und das Schöne daran ist, dass sie eine hohe Verwendungsvielfalt haben. Also wir haben das einmal produziert und können dann feststellen, ach, jetzt machen wir einen Hausarbeitenkurs, schreiben sehr viele Hausarbeiten, da können wir natürlich nun auch das Video, wie lese und arbeite ich mit dem Gesetz verwenden. Das braucht man dafür genauso. Oder später, wir werden es gleich beim zweiten Projekt aussehen, bei der Sammlung examensrelevanter Entscheidungen, wie lese ich eine Gerichtsentscheidung. Das heißt also vom Aufwand her, ja, den bestimmt man letztendlich selber, aber es ist sozusagen der Minimalaufwand, den ich betreiben muss, um ein Video zu produzieren.
ganz anders eben und deswegen habe ich Ihnen noch dieses zweite Projekt mitgebracht, Sammlung examensrelevanter Entscheidungen, SEE. Hier liegt unser Schwerpunkt, beziehungsweise hier wollen wir nicht nur Methodik oder Methodikvideos produzieren, sondern hier geht es auch um Inhalte, nämlich hier sollen bekannte Gerichtsentscheidungen oder auch aktuelle Gerichtsentscheidungen von Studenten analysiert werden. Das braucht man zum Beispiel, um im Examen muss man natürlich aktuelle Rechtsprechung kennen. Und wir haben nun mittlerweile eine ja, schon betrachtliche Entscheidungsdatenbank von fast 50 Videos produziert, in ja, fast 2 Jahren nun. Und momentan sind wieder 15 Videos in Produktion, also das läuft aktuell und wird auch immer wieder verbessert. Der Clou, und deswegen erzähle ich eigentlich heute auch mit darüber, die Videos sind alle sehr, sehr interaktiv gestaltet. Also es gibt im Juristischen extrem viele Entscheidungsbesprechungen und so weiter. Und wir wollen einfach einen Mehrwert für die Studierenden bieten. Und wie das dann aussieht, natürlich alles in Studon eingebunden. Das ist jetzt zum Beispiel ein Lernmodul. Sie sehen hier oben das Video. Das ist sozusagen nur als Standarddesign sozusagen von uns auch, werden auch so die Webcasts produziert. Also hier oben rechts den Sprecher oder die Sprecherin. Dann hat man hier die PowerPoint-Folien, die unterschiedlich animiert sind oder was auch immer. Hier rechts haben wir immer direkt links, also Sprungmarken. Das heißt, also man kann jetzt sich nochmal überlegen, ach, wie war das nochmal bei dem und dem Thema oder wie war nochmal der Sachverhalt? Und dann kann ich einfach hin und her springen. Und das Besondere eben, wir haben hier Verständnisübungen. Also da kommt nun wirklich diese Interaktivität ins Spiel. Der Sprecher stellte nun zum Beispiel eine Frage, nachdem der Sachverhalt vorgestellt wurde. Also er schildert nun, das und das ist passiert, darüber musste das Gericht entscheiden. Überlegt euch nun mal, wo könnten da die Probleme liegen in dem Sachverhalt, den ich euch nun geschildert habe. Oder man kann Wiederholungsfragen einbinden, um erstmal alle Teilnehmer auf ein gleiches Level hochzubringen. Kann man sehr, sehr verschieden arbeiten. Es ist bei uns mittlerweile in der praktischen Umsetzung eigentlich somit eine der Big Points geworden, also wirklich Inhalt und Interaktivität zu schaffen. Also von der Qualität, von der Umsetzung, von der Technik sind wir mittlerweile sehr, sehr zufrieden und da versuchen wir auch wirklich viel zu arbeiten. Das ist sozusagen die Umsetzung, wie wir arbeiten. Mir geht es jetzt gar nicht darum, die einzelnen Schritte durchzugehen. Was nur wichtig ist, und deswegen habe ich das so farblich markiert, orange. Das heißt, es ist eine Arbeitsphase, wo wir Tutoren arbeiten und die Grünen sind die Arbeitsphasen, wo die Studierenden, also die Teilnehmer des Projekts, tätig werden. Und Sie sehen also, dass es hier immer gemischt und im Wechsel stattfindet und hier wirklich eine intensive Betreuung stattfindet. Also wir schulen die Teilnehmer hinsichtlich der Videokompetenz, aber auch natürlich Didaktik, wenn die Teilnehmer sich überlegen, welche Verständnisfragen machen denn nun Sinn. Und dafür müssen wir sie vorher ein bisschen anleiten, mit an die Hand nehmen. Und dann gibt es wieder viel Feedback von den Tutoren. Im Filmdreh ist es natürlich genauso. Die meisten Teilnehmer, und deswegen ist die Betreuung so wichtig, sind völlig unerfahren im Medium Video. Also die haben das noch nie gemacht, die sitzen das erste Mal vor einer Kamera. Dem muss man ein bisschen die Hemmschwelle nehmen und sie einfach anleiten, wie das denn zum Beispiel am besten nach im Schnitt umzusetzen ist, dass die Videos trotzdem ordentlich und qualitativ hochwertig aussehen. Und das ist auch ein Grund, warum wir eben gerade so eine intensive persönliche Betreuung einführen, um die Videos natürlich einheitlich zu gestalten. Das soll eine große Entscheidungsdatenbank werden. Da kann nicht das Video 1 anders aussehen als das Video 2. Und natürlich viele, viele formelle Vorgaben, die wir aber auch dann mit dem Inverted Classroom Modell auch ein bisschen umsetzen in dem Kurs. Das heißt, also formelle Sachen kann man sich natürlich dann in einem Studio- und Lernmodul anschauen. Zum Beispiel dann wieder auf das Video Jura Webcast, wie lese ich überhaupt eine Gerichtsentscheidung, zurückgreifen, um dann nach einem Präsenztermin nur noch die Big Points zu besprechen, heißt also, wie schaffe ich Interaktivität, welche Lernfragen stelle ich da. Also aus unserer Sicht ein interdisziplinäres Projekt, aber auch sehr solidarisch, weil natürlich die Studenten für andere Studenten Gerichtsentscheidungen analysieren und die natürlich dann auch im Examen von Bedeutung sein können.
Dieses Ergebnis haben wir auch bei einer Evaluation oder bei mehreren auch herausgefunden, dass die Studenten sehr zufrieden sind, 100% Weiterempfehlungsrate vorliegt, es als sehr, sehr interessant und spaßig auch als neue und andere Übung empfunden wird, also wieder sozusagen zu dem Einstieg, was war unser Ziel, unsere Motivation, die neue Generation möchte auf solche Inhalte zurückgreifen, und ich glaube, das haben wir ganz gut geschafft. Und natürlich auch für uns Tutoren ist es sehr, sehr interessant. Sie sehen, ich bin sozusagen Jurastudent, ich habe vorher mit so Medien und Video natürlich nicht viel zu tun gehabt. Natürlich war ich dafür interessiert, habe das auch schon in der Schule ein bisschen gemacht, aber habe natürlich auch sehr, sehr viel im Laufe der Zeit durch Kameratechnik und so weiter dazugelernt. Wie schneidet man Videos? Also das war auch für die Tutoren, ist das immer sehr, sehr interessant. Abschließend, also wenn Sie Fragen haben, genau, wir sind jetzt schon bei der Fragerunde danach, fragen Sie einfach, wenn Sie Tipps haben, sprechen Sie mich an, gebe gerne Sachen weiter oder erfahre natürlich auch sehr, sehr gerne etwas mehr oder schreiben Sie mir E-Mail. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.